Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Trash-Paket für dich und zwar habe ich mal wieder mit der lieben Marion getauscht, also getrashed. Und hier habe ich das riesengroße Paket. Ich habe ihr ebenfalls eins geschickt. Wenn du wissen möchtest, was ich ihr geschickt habe, dann schau gerne auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Trisana Tandler heißt sie dort. Ich verlinke dir das auch gerne mal unten in der Infobox. Schau da wie gesagt gerne mal vorbei. Wir machen das einfach so, dass wir, wenn wir Sachen aussortiert haben, uns einfach gegenseitig Bilder schicken. Und ja, dann kann die andere halt aussuchen, wenn sie was davon haben möchte. Sie hat wundervolle Katzen, zwei kleine Räuber. Und ich habe meinen kleinen Räuber, der neben mir auf der Decke liegt. Und sie legt mir auch immer gerne was für Sammy mit dabei. Deswegen ist er jetzt mit im Raum. Sie hat mir hier auch eine richtig coole Karte geschrieben. Das ist hier auf einem Papier von der My Little Box. Hallo Claudi und Sammy. Gerade in Anbetracht der letzten Monate, vom Mond aus betrachtet, spielt das Ganze gar keine so große Rolle. Ich wünsche dir gerade für dein neues Lebensjahr alles Gute, schöne, herzliche und natürlich viel Sonne. Dankeschön. Natürlich ist auch hier wieder ein kleines Engelchen versteckt, das dir hoffentlich gute Dienste leistet. In unserem Trash-Päckchen sind noch ein paar Kleinigkeiten für Sammy und dich. Viel Spaß. Ich verabschiede mich mit den Worten Humboldts. Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Dankeschön. Und ja, hier hat sie mir dann was dran gemacht. Das mache ich auch schnell wieder dran. Und dann hat sie hier dran gepinnt eine Verbindung von mir zu dir. Und da ist hier eine kleine Grumpy Cat. Richtig cool. Danke, liebe Marion. Das finde ich total cool. Ach, die Grumpy Cat ist süß. Okay, ja. Genau. Wie gesagt, wir haben ein Engelchen. Ich sammle die Engelchen von ihr tatsächlich auch. Sie hat, ja, da ein... sie sitzt an der Quelle, um das mal so zu sagen. Und ich bin ein absoluter Fan von Engelchen. Ich sammle auch Engelchen. Und ja, das kommt dann auf jeden Fall auch zu meinen Engelchen dazu. Ich glaube an Engel tatsächlich. Ich glaube, dass Menschen, die einem nahe standen, die verstorben sind, einen beschützen. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, also nicht mehr ein Mensch bin, also wenn ich sterbe, dann werde ich auch ein Engel. Und dann werde ich auch Menschen, denen ich jetzt nahestehe, die mir nahestehen, wie auch immer, beschützen. Das ist auch so meine Gedankengrütze. Entschuldigung. Okay, ja, wie gesagt, wir haben uns Bilder geschickt. Das heißt, eigentlich weiß ich, was hier drin ist, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Sie packt es auch immer so geil ein. Okay, das erste hat sie mir auch geschrieben, den hat sie noch schnell mit reingeworfen, ist von Benefit, der 24 Hours Brow Setter, weil ich ihn so liebe. Leute, ich habe den auch heute wieder drauf. Ich liebe den 24 Hours Brow Setter von Benefit, weil der einfach meine Augenbrauen festtackert, alles an Ort und Stelle hält und einfach wundervoll ist. Ich mag den richtig gerne. Also dankeschön, dass du ihn nochmal mit reingelegt hast. Okay, ich entferne mal hier so ein bisschen, ne? Papier. Ach du meine Güte, was habe ich denn alles ausgesucht? Okay, grüner Honigbuschtee, aromatisiert, Feenduft euch. Mit Erdbeer-Kiwi-Geschmack und das ist ja geil. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank. Ich trinke auch gerne Tee. Das gefällt mir. Feenduft ist auch eine geile Beschreibung, ne? Erdbeer mag ich richtig gerne. Interessante Kombination, um das mal so zu sagen. Das muss ich auf jeden Fall austesten. Ich habe auch so Tee-Siebe, Tee-Eier, Tee. Wie heißt das denn? Ich weiß es nicht. Richtig cool. Okay, jetzt mal wieder zumachen. Ich glaube, so muss es, ne? Ja. Gut. Dann haben wir hier Unicorn to go, hat sich hier drauf geschrieben. Was irgendwo befindet sich was für dich drin, aber jetzt gerade ist das hier tatsächlich nichts für dich. Ach, cool. Mercy Handy Handcreme Unicorn. Ach, süß. Die habe ich mir aber nicht ausgesucht. Wie gesagt, manchmal legt sie mir Sachen rein, die ich mir nicht ausgesucht habe. Das finde ich ja cool. Handcreme kannst du jetzt auch gut gebrauchen. Ich habe keine Ahnung, wie das dann riechen soll. Die ist auch noch zu. Sammy und ich haben eben nämlich die Zoo Royal Schatzkiste ausgepackt. Deswegen ist er etwas aufgeregt. Okay, hier hat sie mir etwas mit beigelegt. Ich hoffe, du hast es jetzt gut verschlossen. Und zwar hat sie jemanden an der Hand, die waschbare Abschminkpads herstellt. Und da lässt sie immer welche für mich machen und packt mir das dann auch immer mit ins Paket mit rein. Und hier haben wir tatsächlich richtig cool so ein Wäschenetz auch dafür. Ach, das ist ja richtig schön, oder? Hier mit den Füchschen drauf.
süß. Richtig, richtig schön gemacht. Wenn ich irgendeinen Kontakt oder wie auch immer von der Person, die das herstellt, bekomme, schreibe ich euch das gerne mal unten in die Infobox rein. Also schaut da gerne mal rein oder ne, wie auch immer. Ich schreibe euch das hier mal rein, ob ich das hingekriegt habe. Und süß. Das riecht nach Katzenmausi, ne? Ach, cool. Genau, das hatte sie mir auch schon in mein Geburtstagspaket gepackt. Das ist so ein kleines Mädchen. Und hier sind halt diese etwas längeren Fasern, was ich auch echt cool finde. Da kannst du dich auch super mit abschminken. Oh, so schön, dass es dich gibt. Oh, ist das niedlich. Oder? Ein Einhorn und ein Hase. Hier haben wir dann Äpfel drauf. Manche verändern auch die Farbe, wenn man die in Wasser gibt. Dann ein etwas kleineres. Wenn du nur so die Lippen machst oder nur so die Augen. Hier auch mal Apfel. Und hier nochmal das Blau mit Gold. Das ist echt schick. Muss ich wirklich sagen, also da diejenige, die das hergestellt hat, Hut ab. Die sind echt geil. Ich habe da auch schon welche von ausgetestet. Die gefallen mir richtig gut. Ja, sehr hochwertig auch. Das habe ich mir ausgesucht von Huygens Logomarche Peau Le Corps. Das ist ein Körperpeeling. Das ist dieses hier. Ja, du hast es ganz schwer. Komm, ich gebe dir einfach mal was. Ich habe hier noch was auf dem Tisch liegen. Ich bin ja ne, auch ganz böses für euch. Ja, ich belohne dich fürs Quengeln. Das ist eigentlich auch keine gute Erziehungsmethode, aber hey. Seid nicht böse. Ich glaube, das sind, ja, das sind Leckerlis für Sammy. Hier steht auch Sammy drauf. Sie hatte mir schon geschrieben, dass ihre Katzen Bock auf die Leckerlis von Sammy hatten. So geil. Ja, die hatten ihre Freude mit dieser Box. Briantos Fit Bites Purely Good mit Kartoffel und Apfel. Das sind Herzen. Ist das nicht süß? Ich muss es so rumhalten, dann sieht man auch das Herz, ne? Das ist echt süß. Was jetzt? Nom nom nom. Vielleicht ist hier noch mehr für dich drin, Maus. Ich weiß es nicht. Oh ja, das habe ich mir auch ausgesucht und zwar von Philip Kingsley, Daily Damage Defense Daily Leave-In Conditioner. Das war mal in einem Adventskalender, glaube ich, auch mit drin. Und das hatte ich auch schon aufgebraucht und das finde ich ganz gut. Dann hatte sie gesagt, sie legt mir noch ein bisschen was von Rituals mit rein. Geil. Weil meine Schwiegermama in Spee ist ein Rituals-Fan und ich sammle immer für sie. Gestern hat sie tatsächlich von uns noch ihr nachträgliches, nach zwei Monaten nachträgliches Jahr, Geburtstagsgeschenk und ihr Muttertagsgeschenk bekommen. Das heißt, ich sammle jetzt wieder erneut, aber es findet sich immer ein Grund, um ihr was zu geben, sag ich mal. Und zwar haben wir hier von The Ritual of Sakura Celebrate Each Day as a New Beginning. Ach schön, das ist eine Hydrating Hand Lotion. Schön, das habe ich ja noch nie gesehen von... Boah, ich das gut. Ich liebe diesen Duft von Rituals, ne? Mega geil, dankeschön. Dann hat sie mir noch diesen Oshi von Tiegel reingelegt. The Ritual of Ayurveda Balancing Body Cream Indian Rose and Himalaya Honey. Der sieht auch so schön aus. Und wenn du den hast, dann kannst du dir einfach immer diese Refills holen. Das ist so klasse. Der Deckel ist schon mal richtig geil hochwertig. Das ist klasse. Dann ist er noch original verschlossen. Riechst du jetzt hier nicht so viel durch, aber mega geil. Vielen, vielen Dank. Da wird meine Schwiegermama in Spee sich drüber freuen. Danke. Und der verhungernde Hund bekommt jetzt natürlich ab und zu hier so ein kleines Leckerli. Also wenn ihr Schmatzen hört, ihr wisst warum. Dann habe ich hier von John Frieda Frizz Ease Unendliche Geschmeidigkeit ein Shampoo. Ich mag John Frieda tatsächlich als Haarmarke auch richtig, richtig gerne. Ich verwende richtig gerne die Produkte von denen. Dann hat sie mir mit reingelegt, das hatte ich mir auch ausgesucht, und zwar das Purifying Face Wash von Huygens. Dann nochmal ein 24 Hours Brow Setter. Übrigens hat sie einen Teil mit dabei gelegt, mehrfach, was ich in diesem Video auch tatsächlich verlosen werde, weil sie sammelt ein ganz bestimmtes Produkt für mich. Sie treibt es irgendwo auf, fragt mich nicht wo, ich habe keine Ahnung. Ja, und da ich jetzt schon mehrfach darauf angesprochen wurde, ob ich das nicht mehr verlosen möchte, hier ist was davon drin. Aber wir gucken erstmal weiter. Ja! Das ist der One Minute Face Perfector von Catrice. Richtig, richtig gut. Das ist die einzige Foundation von Catrice, die mir bislang gefallen hat. Jetzt mal ohne Witz, ne? Das ist das einzige Produkt. Ich finde den klasse. Der ist echt super. Und das ist halt so ein Mousse. Habe ich auch schon öfters mal im Video gezeigt, getragen, wie auch immer. Und irgendwann habe ich den weitergegeben an eine Freundin oder an irgendeine aus der Familie. Und ich habe so bereut, ne? Dann wollte ich mir den nachkaufen, habe den nicht mehr bei uns gefunden. Und der verschmilzt halt richtig mit der Haut. Das ist so schön.
Da brauchst du nachher kein Puder und nichts drüber. Du kannst es dir einfach drauf machen. Und das kann man sich halt auch ganz normal im Alltag drauf machen. Und fertig, ne? Das ist so geil. Ich liebe das Zeug, wirklich. Das ist richtig geil. Richtig gutes Zeug. So, dann machen wir mal weiter. Oh ja, das hatte ich mir auch ausgesucht. Sophia Thiel Silky Jasmine, also Jasminduft von Sophia Thiel, ein Parfüm. Das riechen wir mal. Das riecht angenehm. Das mag ich. Das gefällt mir echt gut. Cool. Oh, und die platzt hier heute noch. Dann hat sie mir mit reingelegt von Yves Rocher Reparation eine Maske für die Haare. Genau, das ist diese hier. Die muss ich auch mal austesten. Ich weiß gar nicht, für geschädigtes Haar, das habe ich ja safe. 2-in-1 Balm und Mask. Dann hat sie mir noch einiges reingelegt von Sebamed, weil meine Mom hat halt sehr empfindliche Haut und ich mache meiner Mom dann immer Sebamed-Boxen, die ich ihr dann gebe. Und da hat sie mir zum einen hier die Sebamed-Creme mit 2% Vitamin E, trägt zum Schutz vor freien Radikalen bei und pflegt die Haut geschmeidiger, genau. Und das Gute bei Sebamed ist einfach, dass die Produkte pH-hautneutral sind, das heißt mit einem pH-Wert von 5,5, das ist ziemlich cool. Dann hat sie mir das Diadermin Lift Plus Hydra Lifting Serum mit dabei gelegt. Das habe ich mir auch ausgesucht. Und ja, das ist dieses hier. Das habe ich mir ausgesucht, weil mir sau viele Kolleginnen und Freundinnen und so auch immer wieder sagen, Claudi, so ein bisschen was Anti-Aging-mäßiges, kannst du mir das vielleicht rauslegen oder so? Ja, gerne, mache ich wohl. Jetzt noch ein. Mach das wohl. Ein weiteres Produkt von Sebamed und zwar für trockene Haut, hautberuhigende Gesichtscreme, Omega-12%. Ja, das ist einfach für eine empfindliche Haut. Das nächste Produkt ist klar. Oh ja. Oh. Sie hat mir von BH Cosmetics noch die Vanilla Cherry Truffle Palette mitgeschickt. Das ist so cool. Da hat sie auch einige von. Das ist, oh, ich habe ja schon die eine und die ist jetzt ein bisschen dunkler. Die wollte ich dann auch mal ausprobieren. Mega geil. Freue mich echt drauf. Die riechen auch so gut. Das nächste Tütchen. Oh ja, da bin ich auch super gespannt drauf. Und zwar von Bare Minerals die Bare Pro Foundation Performance Wear Liquid Foundation. Und zwar mit Lichtschutzfaktor 20. Und da bin ich so gespannt. Das scheint eine leicht gelbstichige zu sein. Das ist die Farbe 07 Warm Light. Die ist sehr flüssig. Sehr, sehr flüssig. Gut, hier habe ich jetzt eben den One Minute Face Perfector drauf geswatcht. Das ist eigentlich ziemlich dämlich, aber ich verteile das mal auf meinem Handrücken. Die muss ich noch austesten. Das wäre echt cool. Also die scheint auch so ein bisschen. Die passt auf jeden Fall, ne? Oh, guck dir das an, wie gut die passt. Hat sich gerade super schön ausblenden lassen. Das muss ich ausprobieren. Das ist schön. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr, sehr. Auch von der Deckkraft her. Es ist nicht zu intensiv. Es wird ausgetestet. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Oschi? Malu Wills. Ja, da habe ich auch eine Foundation von. Richtig cool. Bronzing Powder. Sanfter Bräunungspuder für einen sonnengeküssten Ton. Das ist ja geil. Oh ja. Der sieht ein bisschen dunkel aus, aber das könnte was werden. Schön. Schön, 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 schön. Nur sehr warm. Sehr, sehr warm. Aber das testen wir mal zusammen aus. Oh ja, das hatte sie mir auch geschrieben von The Body Shop. Das ist die Body Butter mit Shea Butter. Ich habe ja viele von diesen kleinen, ne, von The Body Shop. Und die ist halt noch komplett neu. Oh, die sind toll. Die sind sehr, sehr pflegend, sehr, sehr reichhaltig. Und das gefällt mir einfach richtig gut. Und hier haben wir schon das Produkt, was ich hier in diesem Video verlosen werde. Und zwar... Ich schwärme immer so davon. Von Manakadar, dieses Puder, das HD Perfecting Powder. Es ist unheimlich schwer, da dran zu kommen. Und wie auch immer sie das schafft, sie schafft das. Eins davon wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Ne? Sie hat mir noch ein paar mehr davon übrigens auch mitgeschickt. Das heißt, auch in den kommenden oder demnächst in den Videos kann ich auch mal welche davon verlosen. Das ist so geil. Gut. Dann hat sie mir hier noch was eingepackt.
Ich hoffe ja immer so, dass wenn ich diese Paletten auch dann selber verschicke und wenn sie ankommen, dass sie auch alle heile sind. Von Catrice Addicted to Sorbets, das ist die Face-Palette. Aus dieser Reihe habe ich mir keine Face-Palette damals mitgenommen. Und hier haben wir Peach, Pear, Matcha and Rhubarb. Blush, Bronzer und Highlighter. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Boah, der Peach sieht ein bisschen aus wie der Sleek Rose Gold, / Nas Orgasm, Leute. Das ist schon ein kleines Dupe. Der Pear ist sehr gelbstichig vom Highlight her, ne? Das ist schon krass. Matcha, das ist ein sehr dunkler Bronzer. Mit einem leichten Schimmer, aber nicht zu sehr. Und Rhubarb ist dann ein etwas rosafarbener Highlighter. Ei, 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 ei. Was eine coole Palette, oder? Das gefällt mir. Schön. Muss ich im Gesicht testen. Dann hat sie mir von Smashbox noch eine Palette mit reingelegt. Und zwar die Star Bright Cheek Palette. Das sind auch wieder Blush, Bronzer und Highlighter. Oh, schön. Das sind passende Töne, glaube ich. Oha. Ja. Schön. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus, ne? Ja. Muss alles noch eingehend getestet werden. Ich habe extra so eine Box, die ich dann immer packe, wo ich mir die einzelnen Produkte reinlege, die ich noch testen möchte. Übrigens habe ich mein Handtuch mittlerweile an einem Nagel hier an der Wand aufgehangen. Ja, der Nagel war schon vorher da, ne? Also das ist ja noch ein unrenoviertes Zimmer hier. Okay, next one. Noch eine Palette von Smashbox. Covershot Nova Eye Palette. Schön. Ich habe sonst so von Smashbox habe ich, ich glaube einen Primer habe ich von denen, aber sonst... Oh. Die sieht ja spektakulär aus. Die muss ich testen. Oh ja, dann von Urban Decay die Light Beam Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Das sind halt einfach ganz, ja, schlichte Töne, aber ich wollte sie mal ausprobieren, weil ich die einfach so handlich finde, ne? Das finde ich echt cool. Und so schaut die aus. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Hier haben wir die farbigen Töne davon. Also ich muss sagen, von dem untersten Ton hatte ich mir doch deutlich mehr erhofft. Ich glaube, Paradox heißt der. Oder? Nee, Golden Hour. Ja gut, das ist dann eher so ein Topper, ne? Ja, aber da kann man schön warmen Look mit schminken. Wie gesagt, sie hat mir noch mehr von den Manakadar-Pudern mit reingelegt. Das ist echt so geil. Von Clinique Moisture Surge 27-Hour Auto Replenishing Hydrator. Das ist so eine kleine Größe. Da kann man gut mal was testen. BH Cosmetics, die Romantic Nomad Palette, die habe ich tatsächlich bei der lieben Unbox Butterfly Nicole schon gesehen in ihrem Haul und fand die echt klasse. Und ja, hier habe ich sie jetzt auch bekommen. Mega. Das sind halt so kleine Fännchen, ne? Die BH Cosmetics haben ja unterschiedliche Reihen und das ist halt die mit diesen ganz kleinen Fännchen. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Töne von an. Schön. Ich mag BH Cosmetics auch einfach von der Qualität her, ne? Die haben für recht kleines Geld echt gute Paletten, die die herausgebracht haben oder auch immer wieder herausbringen. Das ist wahnsinnig schön. Mensch, ich kann nicht nachvollziehen, wie man so schöne Paletten abgeben kann, meine liebe Marion. BH Cosmetics Vanilla Peach Truffle. Das ist diese hier. Auch die habe ich bekommen. Die dürfte etwas heller sein. Mega. Die Vanilla wollte ich nämlich eigentlich haben, aber die waren dann halt ausverkauft, als ich sie haben, also als ich sie kaufen wollte. Und es ja, gab auch wieder Restocks und so weiter, aber ich hatte sie in dem Moment nicht bekommen. Dann habe ich hier noch was, und zwar die BH Cosmetics Illuminating in Ireland Highlighter Palette. Ja, das sind sowohl Blush-Topper als auch ganz normale Highlighter und die muss ich austesten. Das ist, ja... Da kannst du sogar einen Lidschattenlook mitschminken, ne? So groß wie, so viele Fännchen, wie da drin sind, ist das immer möglich. Dann habe ich die hier noch, die It's My Ray Ray von BH Cosmetics. So oft stand ich davor und wollte mir die holen. Jetzt habe ich sie hier. Das finde ich klasse, das finde ich super. Auch die ist neu. Wahnsinn. Die ist so schön. So schön bunt vor allem, ne? Ja, das ist von The Body Shop. Born Lippy, ein Satsuma Schimmer. Genau, den habe ich mir auch ertrashed. Ist halt noch vollkommen neu. Sowas kann ich dann halt auch gut für Verlosungen nehmen, wenn die Sachen vollkommen neu sind. Dann habe ich hier von BB Lip Scrub Crunchy Vanilla Baiser. Mäuschen, warte, hier, ich sehe schon was für dich, aber du musst kurz warten. Dann von Kiss Professional den Magic Ink
Ink-Eyeliner. Das finde ich ganz cool. Ich liebe Filz-Eyeliner. Ich verwende halt fast nur Filz-Eyeliner, wenn ich mir das aussuchen kann. So, das ist etwas für Sammy. Das ist ja süß. Von Zoo Plus hat sie so... Sein Teddybär. Ich hol dir mal aus seiner Verpackung. Tierfigur aus Baumwolltau. Baumwolltau. Genau. Süß, oder? Oh, ist er nicht niedlich? Das ist echt niedlich. Und er hat sogar einen Schwanz hinten. Sein Teddybärchen. Hab's. Aber der ist tatsächlich etwas robuster. Der wird länger überleben. Dann habe ich hier wieder was für Sammy. Oh, nein. Das ist von Kong Cutesies. Ein Squeak? Macht der Squeak? Hör ich so nichts von? Hier steht Piep drauf, aber es piept doch nicht. Okay. Es ist einfach ein Oktopus. Marion. Wieso? Der wird nicht lange überleben. Sammy, du hast da hinten noch was liegen. Sammy Nom Nom steht hier. Und hier sind Katzen. Kratze auch. Da wollte irgendwer gerne dein Essen essen. Oh mein Gott, Marion. Okay, ja, wir haben Baku. Das sind 7 Dental-Snacks. Dog Biscuit, Purely Good, with Chicken, Beef and Tomato, mit Huhn, Rind und Tomate. Okay. Und die sind auch geil von Hanse Pet. Die mag der richtig gerne. Cookies, Delikatessen für Hunde, Kaurolle mit Hühnchenfleisch. Na, möchtest du eine Kaurolle mit Hühnchenfleisch? Hups. Pets, Pets, Pets. Oh geil, hast du mir da noch mehr reingepackt? Oh, das ist eine schöne Verpackung. Das ist Ritual of Sakura Verpackung. Geil. www.stoffundliebe.de. Ich glaube, das kommt daher, oder? Kann das so sein? Da frage ich nochmal die liebe Marion, ob das von stoffundliebe.de kommt. Das wäre ja was. Genau, da haben wir hier dann auch wieder Pets. Richtig schöne Pets. Finde ich klasse. Finde ich echt klasse. Auch dieses Mädchen da drauf. Die sind hier hinten auch mit einem so Mikrofaserstoff. Nicht Mikrofaser. Wolle. Baumwolle. So ein Stoffstoff. Dann eine Meerjungfrau. Oh. Ein Mädchen. Ein Mann. Ein kleines Pet. Ein Pet, wo man die Finger reinmachen kann, was ich klasse finde. Das sind so meine Lieblingspets, die sie herstellt. Das finde ich mit am besten. Flamingos. Kleine Pets. Auch wieder was zum Finger reinstecken. Mega geil, guck mal. Oh, die sind ein bisschen gröber. Das ist so Handtuchstoff, ne? So Frotti auf der Seite. Das ist auch ganz geil. Da kann man sein Gesicht auch soft mit peelen tatsächlich. Dann nochmal ein Mädchen. Blumis. Noch mehr Flamingos. Alter, wie viele Pets sind hier drin? Wow. Auch schön. Oh, Erdbeerherzen. Große Tücher. Das ist auch ganz gut für das Gesicht. Das ist ein Riesen-Oschi-Pad fürs Gesicht. Den finde ich ja mal richtig geil. Guck mal. Das ist ultra, oder? Ihr Lieben, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr mal schauen wollt, was ich der lieben Marion geschickt habe, schaut gerne bei ihr vorbei. Ansonsten glaube ich, dass ich jetzt auch mal so ein Foto posten kann. Sie hatte mir nämlich eins geschickt von den ganzen Produkten. Ich habe es nämlich versäumt, als ich ihr die Sachen geschickt habe, das zu machen. Ich habe es einfach nur schön eingepackt und ihr dann geschickt. Und ja. Das war mein Trash-Paket und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!